Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Bleib gleich liegen. Also komm gleich zu mir nach unten. Falls du schon liegst, bleib tatsächlich liegen. Wenn nicht, komm in die Rückenlage, denn so starten wir heute. Wir wollen uns einmal durchkräftigen, stabilisieren, alle wichtigen Muskeln stärken. Das Ganze aber nur auf der Matte heute. Also komm in die Rückenlage und streck dich in alle möglichen Richtungen, mal rechts, mal links. Handgelenke bewegen, Fußgelenke bewegen, wichtig. Alle Muskeln durchbluten, Faszien dehnen, Körperwahrnehmung verbessern, gähnen. Und dann lässt du die Arme einfach seitlich und ziehst jetzt ein Knie über die Seite rauf. Stellst es auf das Bein und lass es nach unten rutschen. Andere Seite. Über die Seite hoch, aufstellen und nach unten. So mobilisieren wir die Hüftgelenke. Außen hoch und wieder nach unten. In deinem eigenen Rhythmus. Ist ganz angenehm eigentlich, oder? Gleich nochmal. Und dann lässt du deine Beine aufgestellt oder stellst sie nacheinander auf, jetzt etwas breiter als deine Matte und lass die Knie von rechts nach links kippen. Spür jetzt, wie du schon mehr einlädst, den unteren Rücken auch schon in die Bewegung einlädst. Genau. Hin und her. Letzten zwei noch und dann bleibst du wieder in der Mitte, ziehst deine Knie nacheinander zu dir ran, mach dich ganz klein und hol die Knie ein Stück ran und wieder weg. Einfach mal so ran und weg, unteren Rücken aufdehnen. Mach weiter, du kannst nämlich genauso jetzt bleiben, mit diesem Ranziehen und weg lösen. Oder wenn du das Gefühl hast, oh, es geht ganz gut, hebst du deinen Kopf ein Stück an und versuchst beim Ausatmen ein Stück hochzurollen. Vielleicht kannst du ja schweben, einatmen, wieder zurück, Kopf bleibt in der Luft, ausatmen nach oben, schweben muss nicht, du kannst auch liegen bleiben, so wie wir gerade angefangen haben. Nochmal. Alles so, wie es für dich am besten passt. Mobilisierst deine ganze Wirbelsäule und jetzt bleibst du nochmal unten. Sehr schön. Arme zur Seite und lass deine Knie so, wie du bist, auf eine Seite kippen. Einatmen, Kopf zur Gegenseite, ausatmen, wieder zur Mitte. Schau mal, dass deine Schultern auf dem Boden bleiben können. Ein- und ausatmen über deinen schrägen Bauchmuskel wieder zur Mitte. Ein- und aus. Versuch wirklich über die Bauchmuskeln deine Knie zurückzuholen. Über deine Bauchkraft. Geht noch. Jede Seite noch einmal. Und dann bleibst du hier in der Mitte. Hände gehen hinter den Kopf. Kopf anheben. Spannung im Bauch. Und jetzt streckst du einmal rechts, einmal links und nimmst dein Brustbein zum gegenüberliegenden Knie. Hoch, Mitte, hoch. Bitte. Einfacher ist es, wenn du einen Fuß am Boden stehen lässt, zum Beispiel so. Aufstellen, anziehen, okay? Beide Beine in der Luft ist immer herausfordernder. Jetzt denk dir einen ganz dicken Gürtel um deine Körpermitte rum.
ausfringen den Bauch. Ruhig den Kopf ganz leicht in deine Hände schieben. Immer nach. Atmen. Es wird warm in der Körpermitte. 8 noch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und einmal Oberschenkel fassen, hochrollen, kurzen Moment sitzen, dich ganz lang strecken, rechts und links. Bauch dehnen. Dann öffne deine Arme. Nimm sie mit den Händen zu den Schultern. Schultern bleiben ganz tief. Und wenn du kannst, kannst du jetzt deine Beine in so eine leichte Grätsche nehmen. Wichtig ist, gerade sitzen. Funktioniert auch mit gebeugten Knien. Atme aus. Dreh dich auf eine Seite, atme ein zur Mitte, aus zur anderen Seite und ein, aus und ein. Also entweder gestreckte Knie, wenn es funktioniert, oder ein bisschen anbeugen. Ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. Alles noch gut? Jede Seite noch einmal. Und dann bleibst du wieder in der Mitte. Löst, stützt deine Hände auf. Lässt dich ruhig jetzt ganz entspannt mal fallen. Trotzdem jetzt dein Brustbein anheben. Fingerspitzen ein Stück nach außen drehen. Raus aus den Schultern, Becken anheben, alles gut, hier hochziehen. Und jetzt kommt dein rechtes Knie zur linken Hand und wechseln. Linkes Knie, rechte Hand, wechseln. Nochmal, hoch, ab. Oder langsamer. Spür, wie deine Körpermitte jetzt da mitarbeiten muss. Und immer, wenn es nicht mehr geht, Pause einlegen. Geht noch 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2 und ablegen. Handgelenke lockern. Komm auf die Seite und bleib ganz gemütlich auf der Seite liegen. Rechter Winkel deine Beine. Genau. Du siehst deine Fußspitzen, wenn du nach unten deinen Blick richtest, oder? Dein Becken schiebst du hier oben so ein Stück von dir weg, Bein heben und jetzt versuch mit dem Bein hochzugehen und ganz kraftvoll nach unten Kissen zusammendrücken, gefühlt. Fest, Becken bleibt senkrecht, hier steht ein volles Glas Wasser. Jetzt bleib noch mal ganz kleine, hoch, hoch. Und nochmal langsam und tief hoch, kraftvoll, ganz fest. Und
Und nochmal kleine. 8, 7, fest, fest. 6, 4, 3, 2, halten, ablegen. Oh. Po gespürt. Unteres Bein lange strecken, Fußspitze anziehen, oberes Knie ist ein bisschen vom Boden weg. Unteres Bein heben und jetzt machst du ganz kleine hoch, tief, hoch. Innenseite, Oberschenkel. Zweiten Achter. Dritten Achter. Vier. Drei. Zwei. Ganz weit oben halten. Und lösen. Super. Hochdrücken auf die andere Seite. Einmal gleich rum. Rechter Winkel, Oberkörper ablegen, gefühlt das Becken wegschieben und dein oberes Bein geht kraftvoll tief und hoch. Glas Wasser abgestellt, leichter Druck mit der Hand, dann hast du schon so ein bisschen mehr Körpermittenspannung. Ganz klein jetzt, tief hoch, Po anspannen. Nochmal langsam, tief, hoch. Spürst du die andere Po-Hälfte? Und jetzt nochmal ganz kleine. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, halten, ablegen, aufstellen, Knie so ein bisschen vom Boden weg, unteres Bein lang, Fußspitze anziehen, und dann schon so ein bisschen in die Spannung nach oben und kleine hoch. Ersten 8 haben wir noch, zweiten 8, 7, 6, 5, 4, 3, allerletzten 8, so hoch wie du kannst, 8, 7, 6, 5, 4, noch einen halten und lösen. Merkst du auch die Muskeln? Sehr gut. Auslockern, gleich in die Bauchlage dich rumdrehen. Einmal deine Ellbogen unter deinen Schultern positionieren. Jetzt ist wichtig, zieh dich hier raus aus deinem Brustbein, Schultern zurück. Ohne dass du jetzt hängst in deiner Körpermitte. Und wenn du ausatmest, kippst du jetzt dein Kinn Richtung Brustbein und versuchst mal, den Po, Bauch zu heben. Mach dich ganz rund, dann kommst du wieder ganz langsam tief, nimmst deinen Blick wieder nach vorne und dann kommst du wieder mit dem Kinn Richtung Brustbein und vielleicht hebst du jetzt auch die Knie ab, muss nicht. Kann. Wieder runter. Spür die Bauchmuskeln. Stützkraft. Mach das in deinem Tempo. Kinn Richtung Brustbein. Hoch.
oder nur dein Becken reicht völlig aus. Immer noch dein Tempo. Einmal noch, letztes Mal. Ganz langsam wieder lösen. Stirn auf deine Hände. Kurzen Moment Unterschenkel zur Decke und nach rechts, nach links wackeln. Fleißig. Und zur Mitte. Hände neben deine Schultern. Drück dich nach oben. Hoch. Und wenn du hier bist, zieh die Knie ein Stück näher und jetzt feder mit deinen Händen einmal tief, öffne ein bisschen weiter, nimm mal rechts weiter vor, mal links und lass dich hier ganz sanft in Richtung Boden abbremsen. Deine Brustmuskeln mobilisier, aktiviere deine Handgelenksmuskulatur und Faszien. Dann bleibst du nochmal oben und setzt die Hände unter deine Schultern. Bauch gespannt, Knie unter deine Hüftgelenke. Dann holst du dein Brustbein nach oben in Richtung Decke. Deine Wirbelsäule in der doppelten S-Krümmung, also kein gerader Rücken, sondern doppelte S-Krümmung. Bauchnabel hochziehen. Jetzt gib Druck mit deiner rechten Hand in den Boden und mit dem linken Knie. Und wenn du da drückst, macht sich die andere Seite so ein bisschen leicht und die streckst du jetzt nach vorne und hinten. Daumen nach oben und wieder lösen. Andere Seite gibt Druck. Und die andere Seite, die leicht wird, streckst du aus, kommst langsam wieder zurück. Und das Ganze in deinem Tempo. Gib Druck, strecken, wieder zurück. Druck. Genau. Immer dran denken, dass du auch wirklich den Druck gibst. Rückenstrecker, tiefe Bauch- und Rückenmuskulatur, die du jetzt hoffentlich wahrnimmst. Halte jetzt dann eine Seite in der Länge und versuch, die Hand Richtung Fußspitze zu ziehen und wieder lang zu strecken. Oberschenkel bleibt weit oben. Noch zwei. Letztes Mal und aufsetzen, andere Seite, Länge, Bauch fest und Versuch, Hand Richtung Fuß und wieder Länge. Gib noch zweimal, letztes Mal und absetzen, kurzen Moment entspannen, setz dich zurück und locker aus, fleißig, Schultern entspannen, Handgelenke entspannen, die dürfen jetzt auch wirklich locker sein und dann kommst du auf die Unterarme.
Daumen Richtung Decke und wieder Ellbogen unter deine Schultern. Knie unter die Hüftgelenke. Und jetzt gibst du nochmal Druck diagonal. Und das Bein, das jetzt los oder leicht wird, hebst du nach oben. Und jetzt versuch mal deine Fußspitze anzuziehen. Halte dein Becken ganz parallel über dem Boden. Und dein Bein geht tief und hoch. Ganz ruhigen Rücken. Ganz ruhig. 4, 3. Nicht zu sehr tief. Bleib oben, mach kleine. Hoch. 7, 6, 5, 4, 3. Zweite Runde langsam. Rückseite, Oberschenkel, Gesäß. Bleib oben, kleine. 8, 7, 6, 4, 3. Halten. Wenn du möchtest, gegenüberliegende Hand hinter deinen Rücken oder auf den Po. Balanciere dich aus. Bist du bereit? Wir machen noch kleine 8. Und los geht's. Kleine 8. 7, 6. Wenn es zu sehr wackelt, es darf wackeln, aber ruhig den Ellbogen wieder tief nehmen. 2. Einen und locker. Hast du gemerkt? Cool. Jetzt locker deinen Schultergürtel aus, deinen Nacken. Eine Seite noch. Auf die andere Seite. Erst wieder Druck diagonal, bis das Bein, das leicht wird, nach oben geht. Becken wieder ganz parallel zum Boden. Bauchnabel nach innen oben und los geht's. Mal richtig auf deinen Rücken achten. Der bleibt ruhig. Oben bleiben, kleine. Wenn's nicht mehr geht, Pause. Zweite Runde. Wird schon. Oben bleiben. 8, 7, 6, 5, 4. Halten und jetzt die gegenüberliegende Hand lösen auf den Rücken oder auf den Po. Balanciere dich aus. Gleich geht's los. Unsere letzten kleinen Richtung Decke. Bist du bereit? Los geht's. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2 und halten, locker absetzen. Respekt. Sehr, sehr, sehr gut. Du kannst jetzt dir ein Kissen auch unter den Knien holen. Komm einmal ins Knien, Knie unter dein Becken, Hände hinter den Kopf, Spannung im Bauch, Ellbogen so ein bisschen nach vorne. Und dann gehst du Oberkörper nach rechts, nach links. Po ist angespannt. Nochmal für unsere Körpermitte. Puh.
gleich geschafft. Halte in der Mitte, halte hier, Arme lösen, Daumen nach außen, Schulterblätter küssen sich, Oberkörper geht nach vorne und langsam nochmal aufrichten, Po anspannen. Wenn du die Übung gut kannst, mit geradem Rücken hier nach vorne kommst und du merkst, dein Po muss dich aufrichten, kannst du auch die Fußspitzen etwas lösen. Vorsicht! Und dich auch dann langsam wieder nach oben tasten. Sehr gut. Denk dran, die Schulterblätter küssen sich. Bauchnabel nach innen. Noch zwei. Letztes Mal. Komm nach oben und setz dich zur Seite. Entspanne dich. Mach deinen Rücken einmal rund und lass dich wirklich über deine Oberschenkel drüber hängen. Nach vorne. Ganz schwer. Dich fallen lassen. Spüre die Dehnung im Rücken. Und richte dich dann ganz langsam wieder auf. Und streck ein Bein, kreuz das andere Bein über den Oberschenkel. Stütze dich ab und stell das Bein so weit auf, wie du möglichst gerade sitzen kannst. Dehnung im Gesäß. Oder? Fleißig. Dann löst du, bleib so, streck das Bein, kreuz gleich noch weiter und zieh dein Knie so ein Stück ran. Was jetzt wichtig ist, richte dich auf. Und vielleicht kannst du sogar mit der Hand dein gegenüberliegendes Knie packen, dich so weit drehen, wie es geht. Wieder zurückkommen. Andere Seite. Kreuzen erstmal. Und dann ranziehen, möglichst aufrecht. Nochmal wieder lösen, kreuzen, aufrichten und vielleicht sogar mit der Hand, mit dem Arm fassen und dich so weit wie möglich aufgerichtet umdrehen. Langsam wieder zurückkommen, Fußsohlen aneinander, Knie nach außen drücken, spür nochmal die Innenseiten und vielleicht kannst du dich nach vorne einfach hängen lassen, ganz schwer. Dehnung in der Hüfte, unteren Rücken, Innenseiten, Oberschenkel.
Ganz langsam wieder nach oben kommen. Jetzt locker aus. Setz dich so hin, wie es für dich bequem ist. Beine nach vorne strecken oder im Schneidersitz. Lockern, einatmen, ausatmen. Und jetzt zieh dich nochmal lang, streck dich rechts und links. Öffne deine Hände, fass sie hinter dem Körper und zieh sie so ein Stück nach oben, bis du die Dehnung in deiner Brustmuskulatur wahrnimmst. Dann löst du auf, lässt die Schultern kreisen. Rechte Schulter zieht tief, Kopf geht nach links. Links ist ganz locker. Bleib aufrecht sitzen. Zur Mitte, zur anderen Seite. Links zieht, rechts ist ganz locker. Zur Mitte. Lass los. Nochmal richtig kreisen. Nach oben ziehen, einatmen. Ausatmen tief. Und noch einmal. Und mit dem Ausatmen entspannt sinken lassen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wie geht's? Wenn es dir gut geht, freue ich mich natürlich riesig. Und ich freue mich, wenn du gefällt mir drückst, einen netten Kommentar hinterlässt, vielleicht abonnierst du meinen Kanal, das ist kostenfrei. Vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen. Du findest den Link übrigens, wenn du es noch nicht tust, und vielen Dank an alle, die es bereits tun, unter dem Video ist der Link, da steht deine Unterstützung. Und wenn du da draufklickst, dann kannst du auswählen, mit wie viel du das tun möchtest im Monat. Vielleicht im Monat 2,50 Euro oder 5 Euro oder 10 oder 20. Was es dir halt wert ist. Vielen, vielen Dank. Freue mich natürlich auch, wenn wir uns ganz einfach so beim nächsten Workout wiedersehen. Bis dann!